Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. I didn't shoot anybody, sir. I haven't been told what I'm here for. You have a lawyer? No, sir, I don't. I'm just a part of me. Hallo und willkommen zu Wildnis der Spiegel, meinem Podcast über die Ermordung von JFK. Also, ihr kennt nun hinreichend die Ereignisse rund um Buell Wesley Frazier. Ich habe das in der vorletzten Folge recht detailliert beschrieben. Ihr wisst nun, wie seine Schwester Linnie Mae Randle Oswald gesehen hatte, wie ein Irving in den Morgenstunden die Straße kreuzte mit einem länglichen Paket in den Armen, wie er Buell Wesley Frazier vor der Hintertür zur Küche abholte und dieser beim Rausfahren mit dem Auto Lee Harvey Oswald fragte, »What's in the package, Lee?« und so weiter, Gardinenstangen. Eben die offizielle Version dessen, wie Lee Harvey Oswald das auseinandergeschraubte Gewehr an seinen Arbeitsplatz geschmuggelt hatte. He come to me the Thursday, November the 21st, and asked me could he ride home with me that afternoon, and I said, well, yes, and I said, well, why are you going home this afternoon? And he replied that he wanted to go home and pick up some curtain rods where he could put some curtains up in his apartment. And I said, oh, very well. And then I said, well, will you be going home with me tomorrow also? And he said no. He said he wouldn't be going home with me on the 22nd. So he told you that he wanted to come out there and pick up some curtain rods, and this was on Thursday morning? Yes. And at that time he told you that he would not ride home with you Friday night? Right. I went out the back door, and Lee was there standing just outside the door, and we walked to the car. As we were getting in the car, I saw the package, and I said, what's the package, Lee? And Lee said, curtain rods. And the only comment that was made on the way to work was about the babies and the weather. And I always managed to get some comment out of him about children, because I said he seemed like he's very fond of them. And I asked him, did he have fun playing with the babies? And he says, oh yeah, and kind of chuckled to himself. Der Warren Report war unfähig, gewisse Widersprüche aufzulösen, insbesondere da Buell Wesley Frazier minutiös auf seiner Version der Geschichte bestand und sich auch nicht durch all die suggestiven Fragen aus dem Gleichgewicht bringen ließ. Und dazu gehört das ungewöhnliche Detail, dass Oswald dann hinter dem Texas Schoolbook Depository das Paket so seltsam unter der Achselhöhle trug und dass dies eben ein Problem darstellte, denn wenn die Komponenten einer männlicher Carcano in dem Paket steckten, wäre es unmöglich gewesen, ein solches Paket dann entsprechend zu tragen, weil es zu lang wäre. Die Schlussfolgerung der Warren Commission lautete: Die Aussagen von Frazier sind grundsätzlich wahr und richtig, doch er und seine Schwester hätten halt kein Augenmaß. Und was die seltsame Art zu tragen betrifft, so hatte sich Frazier einfach geirrt. Schließlich behauptet er in seiner Aussage für die Warren-Kommission selbst, dass er nicht zu sehr darauf geachtet hatte, da er morgens immer das Rangieren der Eisenbahnwaggons beobachtete, da die Rückseite des Texas Schoolbook Depository, wo Frazier das Auto geparkt hatte, an einem Rangierbahnhof angrenzt. Doch Buell Wesley Frazier markierte für den FBI genau den Raum auf dem Rücksitz seines Autos, wo das Paket lag und bis wohin das Paket in die Breite des Sitzes hineinreichte. Und die Ermittler maßen die Entfernung mit einem Maßband und kamen weitgehend zu derselben Zahl, die Wesley bereits genannt hatte. Spätestens an dieser Stelle dürfte klar sein, dass Frazier kein schlechtes Gefühl für Maße hatte. In der Research-Community ist Buell Wesley Frazier ein empfindliches Thema, denn einige Researcher bescheinigen ihm eine zu verdächtige Nähe zu Ruth Paine, die von den meisten für eine tief involvierte CIA-Agentin gehalten wird, bis hin zu dem Punkt, wo viele Frazier für einen notorischen Lügner halten. Andere sagen, dass er massiv vom FBI in die Mangel genommen und eingeschüchtert wurde und dieses Druckmittel nun seit Jahrzehnten über ihm hängt. So erhielt er vom FBI sein kurzes Drehbuch, an das er sich seitdem minutiös hält. Aber viele Researcher kennen ihn auch persönlich, da Frazier kein unbekanntes Gesicht ist bei all den Assassination Conventions und Kongressen, wo er ein häufig gesehener Gast ist, der auch schon mal Gardinenstangen dabei hat und die signiert er dann auch. Frazier lebte lange Zeit zurückgezogen, doch heute ist er kein zurückgezogener Mensch mehr, wie so viele andere Zeugen von Dealey Plaza. Er ist nicht jemand, der offensichtlich Angst hätte, dass ihm der CIA die Bremsschläuche durchschneiden wird. Er hat vor nicht langer Zeit sogar eine Art Autobiografie mit Schwerpunkt Oswald und JFK geschrieben oder schreiben lassen, in der er einige wilde Sachen behauptet und in der er felsenfest die Gardinengeschichte wiederholt. Und es gibt Researcher, die eben sagen, sie hätten ihn kennengelernt und mit ihm viel gesprochen und Frazier sei kein hinterhältiger oder verlogener Mensch, sondern mache einen extrem vertrauenswürdigen Eindruck. Es gibt aber auch solche, die dem vehement widersprechen. Das ist also eine dieser typischen Situationen, wo Frazier zwar einer der wichtigsten Kronzeugen der Warren-Kommission ist, aber gleichzeitig in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder Lee Harvey Oswald auch in den Schutz nahm. Seine Wortwahl ist dabei interessant. Hört mal selbst. The individual that I know is Lee Harvey Oswald. I don't think had in him to be a person capable of committing such a crime as murdering the President of the United States. I'll always believe that. The side I saw to him was a very kind and loving man. And that's the way I like to remember him. Der Mann, den ich als Lee Harvey Oswald kannte. Damit beginnt Frazier öfters mal seine Stellungnahme. Nun macht euch dazu und zu dieser Wortwahl eure eigenen Gedanken. Allerdings ist hier auch ein kleiner Widerspruch vorhanden, den ich nun nicht überbetonen möchte. Doch Frazier beschreibt hier Oswald als einen gütigen Menschen, der niemals so einer Tat fähig wäre. Doch während der Anhörung für die Warren-Kommission machte Frazier sehr deutlich, dass Oswald ein Einzelgänger war und dass er, Frazier, mit ihm außer ihren wöchentlichen Fahrten nach Dallas nicht so viel zu tun hatte und dass sie weder in der Arbeit noch im Auto allzu viel miteinander gesprochen haben. Es stimmt allerdings, dass Frazier immer wieder betont, dass Oswald sich freitags immer sehr auf seine Kinder gefreut haben soll, und vielleicht leitet Frazier daraus den Gedanken ab, dass Oswald kein Mörder sein könnte. Somit in der Bewertung von Buell Wesley Frazier ist unser Urteil von der Aussage anderer Leute abhängig, und ich finde alle Perspektiven wichtig. Ich finde die Nähe zu Ruth Paine in der Tat extrem problematisch, was die Frage nach Witting und Unwitting erhebt. Auch wenn Frazier bei der Anhörung in 1964 zu Protokoll gab, Ruth Paine vor dem Attentat gar nicht persönlich gekannt zu haben, die Sache mit der Jobvermittlung sei mehr über seine Schwester Linnie Mae Randle abgelaufen. Aber mit Abstand der Zeit hatte Buell Wesley Frazier mehr als genug zum Ausdruck gebracht, dass er a. nicht glaubt, Oswald hätte Kennedy erschossen, und b. dass er nicht glaubt, in einem eher kleinen Paket auf seinem Rücksitz hätte sich ein Gewehr samt Fernrohr befunden. Allerdings ist es auch wichtig zu erwähnen, dass Marina Oswald und Ruth Paine nie irgendwelche Gardinenstangen erwähnt haben. Aber interessanterweise brachten sie beide zum Ausdruck, dass Oswalds hauptsächlicher Grund, schon am Donnerstag bei Ruth Paine und Marina aufzukreuzen, darin bestand, dass Oswald Marina überreden wollte, mit ihm wieder zusammenzuziehen und die Ehe zu kitten. Und dazu sollten sie nach Weihnachten endlich wieder eine gemeinsame Wohnung beziehen, da Oswald nicht mehr wollte, dass Marina bei Ruth Paine wohnt. Hier wird es also sehr verwirrend und widersprüchlich und damit vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass die eigentliche Erzählung, wer der Mörder von Kennedy war, erst nach der Tat endgültig beschlossen und entsprechend ausgeschmückt wurde, da zum Zeitpunkt der Tat einige konkurrierende Szenarios sich in den Startblöcken befunden haben. Und das hat den Nachteil, dass die Realität eben hier und da etwas verbogen anmutet. Ruth Paine sagte das schon am 24.11., also 2 Tage nach dem Anschlag, als sie das erste ihrer vielen Fernsehinterviews gab und dort die Information vermittelte, Oswald wollte Marina überreden, nach Weihnachten wieder zusammenzuziehen. Dass Oswald das wollte, sagte dann Marina im Folgejahr der Warren-Kommission gegenüber aus. Oswald hätte sie hierbei geradezu angefleht und gemeint, es täte ihnen beiden nicht gut, allein zu leben. Zwischen den Zeilen bekommt man das Gefühl, dass Oswald der Meinung war, dass Ruth Paine vielleicht nicht der beste Einfluss auf Marina war. Ich spekuliere. All das kann man nachlesen im Band 1 der Kommissionsanhörungen auf Seiten 65 und 66. Aber der Eindruck wird hier geschürt, dass Oswald Marina eine bessere Zukunft versprach, wenn sie nun wieder zusammenzögen. Und die Gardinenstangen wären dann eben nicht für sein Zimmerchen in Oak Cliff bestimmt, die ohnehin bereits Gardinen hatten, sondern für ein zukünftiges, richtiges Appartement, das Oswald mit Marina im Januar beziehen wollte. Es mutet aber auch ein wenig bizarr an, so als würde Oswald sagen: Ich werde mich bessern, ich werde mehr Geld verdienen, wir werden mit den Kindern in eine schöne Wohnung ziehen und einen Neuanfang wagen. Schau, die Gardinenstangen habe ich schon. So haben das dann Marina Oswald und Ruth Paine präsentiert. Das soll die Story gewesen sein, die Lee Harvey Oswald Marina aufgetischt hatte, minus das Detail mit den Gardinenstangen. Weder Marina noch Ruth Paine hatte ursprünglich etwas davon erzählt. Ihre Aussage wurde dann nachträglich durch Buell Wesley Frazier ergänzt, der nun plötzlich mit der Gardinenstangengeschichte daherkam. Doch das macht die Sache eigentlich nur sagenhaft verwirrend, je mehr man über sie nachdenkt. Diese Dinge beweisen in sich weniger, als man in sie hineinprojiziert. Das ist wie die Geschichte mit dem Geld. Es wurde zu Protokoll gegeben, dass Lee Harvey Oswald am Tag des Attentats, also in den Morgenstunden, Geld in den Nachttisch gelegt hatte, neben die noch schlafende Marina. Okay, konzentriert euch. Es ist Freitagmorgen. Wir befinden uns in Irving circa 5 oder 5,5 Stunden vor dem Attentat. Danach sei Lee Harvey Oswald leise losgegangen, verließ auf den Zehenspitzen das Haus und ging ein paar Meter die Straße entlang, um mit Buell Wesley Frazier in die Arbeit zu fahren. Und das würde dann so gedeutet, dass er eben plante, Kennedy zu töten, und dieses Geld sein Abschiedsgeschenk an Marina war, gewahr dessen, dass er nicht glaubte, dies lebendig zu überstehen. Doch $120 in den Nachttisch zu legen, kann allerlei bedeuten. Er war es, der wieder mit Marina zusammenziehen wollte. Das hat Marina selbst gesagt, und der ihr beweisen wollte, dass er fortan ein produktiver Ehemann und Vater sein konnte. Das Geld als eine Geste dafür erscheint plausibel, als ein Ausdruck schlechten Gewissens und eine Geste der Besserung, zumal Marina die ganze Sache mit dem erneuten Zusammenziehen und dem neuen Eheleben in einer gemeinsamen Wohnung so der Warren Commission erzählte. Und man kann nicht ignorieren, dass Oswald in dem gesamten Jahr 1963 ein recht beschissener Ehemann und Vater war. Doch gleichzeitig gibt es absolut keinen soliden Hinweis darauf, dass er seine Kinder nicht mochte. Und die Verfechter der Warren-Kommission benutzen das Detail mit dem Geld auf dem Nachttisch gerne als eine Art Schuldeingeständnis von Oswald, so nach dem Motto: Ich werde bald tot sein und das Geld nicht mehr brauchen. Doch versucht euch mal in diese Situation hineinzuversetzen. Wäre Oswald der Attentäter, der Wochen und Monate die Tat plante oder zumindest von ihr fantasierte, wäre seine innere Haltung gegenüber Marina doch eher so gewesen, dass die Ehe hiermit vorbei ist. Denk mal drüber nach, all das Geschwurbel von einem Neuanfang ab Januar 64 wäre dann nur eine komplexe und ganz schön kaltblütige Lüge, um das Gewehr aus der Garage abholen zu können. Denn die Warren-Kommission suggeriert uns unentwegt, dass das der einzige und wahre Grund war, weshalb Oswald schon am Donnerstagabend nach Irving rausgefahren ist, anstelle, wie gewohnt, erst am Freitag. Doch wenn Oswald so kalt, so abgebrüht sein sollte gegenüber Marina und seinen beiden Kindern, dass er einen ganzen Donnerstagabend lang Zuneigungen zu ihnen heuchelt, obwohl er nur deshalb da ist, um ein Gewehr abzuholen, wäre es nicht logischer für ihn gewesen, jegliches Geld für sich zu behalten, da er vermutlich jeden Penny für seinen Fluchtweg aus Texas brauchen würde? Denn als dann später, also am nächsten Tag, das Attentat stattfand, hatte Oswald gerade mal genug Geld dabei, um sich einen regionalen Busfahrschein zu kaufen. Oswald hatte sich nach dem Attentat um 12:30 Uhr nicht einfach stolz im 6. Stockwerk auf den frisch verlegten Holzboden hingekniet und die Hände hinter seinem Kopf verschränkt, um so die Polizei zu erwarten, bis sie dort eintrifft und ihn, den großen Attentäter, den größten Attentäter der Welt, verhaftet. Nein, sein Verhalten nach den Schüssen ist sichtlich komplex, verwirrend und sehr uneindeutig. Doch es ist weder das Verhalten eines Mannes, der für seine grandiose Tat die Verantwortung übernehmen möchte, noch ist es das Verhalten eines Mannes, der sich zielgerichtet auf der Flucht vor den Behörden befindet. Hätte es Oswald darauf angelegt, einfach nur zu fliehen, er wäre sicherlich weitergekommen als 10 Straßen entfernt von seinem Arbeitsplatz. Sein Weg nach dem Attentat ist ein Kapitel für sich, und ich werde es an dieser Stelle nicht vertiefen, aber es ist nicht das Verhalten eines Mannes, der sich auf der Flucht befindet. Es ist mehr das Verhalten eines Mannes, der einerseits extrem verunsichert ist, auf der anderen Seite aber noch immer an eine befehlshabende Struktur im Hintergrund glaubt, die sich seiner annehmen wird. Doch diese Art von Nebelhaftigkeit macht deutlich, dass die Geldscheine, gelegt in den Nachttisch seiner Ehefrau, auf alle möglichen Arten und Weisen gedeutet werden können und ganz sicher nicht als ein eindeutiges Schuldeingeständnis gedeutet werden können, was Befürworter der Warren-Kommission unentwegt tun. Und wir sollten ein Detail nicht übersehen. In der kurzen Zeit zwischen Kennedys und Oswalds Tod wurde nur ein weiterer Mann von der Polizei verhaftet und einer möglichen Ermordung des Präsidenten beschuldigt. Die Polizei hatte am Freitagabend jemand verhaftet und hart in die Mangel genommen. Es ist die einzige andere Person als Lee Harvey Oswald, die an diesem Wochenende des Attentats verdächtigt wurde. Wisst ihr, wer es war? Es war Buell Wesley Frazier. Frazier war der Erste, der im Zusammenhang mit dem Attentat verhaftet wurde. Das ist ein Punkt, der von der Warren-Kommission gerne übergangen würde. Aber als am 11. März der 19-jährige Buell Wesley Frazier von dem Kommissionsmitarbeiter Joseph A. Ball verhört wurde, übrigens unter der Anwesenheit einiger der Bigwigs der Kommission, wie dem schweigsamen Vorsitzenden Earl Warren, dem späteren US-Präsidenten Gerald Ford und Senator John Sherman Cooper, also ein großer Raum voller Anzugträger, hatte Buell Wesley Frazier bereits einige heftige Verhöre durch den FBI hinter sich, die vermutlich ein waschechtes Gefühl von Horror in ihn eingeflößt hatten. Zumal die Polizei das Haus durchsuchte und in seinem Besitz ein tüchtiges Gewehr fand mit einer Box voller Munition, was wiederum nicht so aufregend ist, wie es klingt, gemessen daran, dass wir uns in Texas befinden. Die umfangreiche Befragung von Frazier befindet sich im Band 2 der Kommissionsanhörungen auf der Seite 210. Das Transkript ist übrigens 23 Seiten lang, und das ist noch eine der kürzeren Anhörungen. Ich habe nach langer Zeit mal wieder Fraziers langatmige Befragung gelesen, weil ich daran interessiert war, herauszufinden, was mir dabei ins Auge springt, das sich für die Verarbeitung in dieser Episode eignet. Buell Wesley Frazier ist, und ich meine das nicht abwertend, ein eher einfacher Mann. Daran ist ja nichts Schlimmes. Es macht die Lektüre seiner Anhörung allerdings auch ein wenig monoton, da er kein großer Redner ist, und als 19-jähriger Mann neigt er dazu, ein wenig im Wortsalat zu sprechen und diese Schachtelsätze zu bilden, die keine Punkte und Kommas kennen. Die armen Stenotypistinnen mussten das dann alles so wörtlich festhalten. Am Anfang der Befragung informiert uns Frazier, dass in dem kleinen Haus in Irving mit der Adresse 2439 West Fifth Street zu jener Zeit mehrere Leute wohnten. Zum einen ist es das Haus von William Edward Randle, der Fraziers Schwager ist. Seine Frau, Fraziers Schwester, ist Linnie Mae Randle. Sie haben 3 kleine Töchter, die Fraziers Nichten sind und Diana, Patricia und Caroline Sue heißen. Allerdings befindet sich gegenwärtig auch noch Fraziers Mutter im Haushalt. Ihr Name lautet Essie Mae Williams. Sie wohnt eigentlich in Huntsville, was ungefähr 70 Meilen nördlich von Houston ist. Sie war eigentlich nur zu Besuch mit ihrem Ehemann, der Wesleys Stiefvater ist und der auf der Reise erkrankt ist und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wesleys Mutter war nun schon seit fast 5 Wochen in Irving, während sie täglich ihren Mann im Krankenhaus besuchte. Joseph Ball befragt dann Frazier, wie er denn selbst zu dem Job im Texas Schoolbook Depository kam. Frazier erzählt, dass er den Job auch erst seit September desselben Jahres hatte, also eigentlich nur geringfügig länger bei der Firma war als später Oswald. Er hatte den Job über eine Arbeitsagentur namens Macy bekommen, wäre dann zu einem Bewerbungsgespräch mit Mr. Roy Truly, dem Betriebsmanager, gefahren und hätte so den Job erhalten. Am 13. September 1963 begann dann Frazier im Texas Schoolbook Depository zu arbeiten. Sein Job war exakt derselbe wie später der Job von Oswald, das Abwickeln von Schulbuchbestellungen und das entsprechende Verpacken in Kisten. Frazier pendelt hierbei zwischen Irving und Downtown Dallas von Montag bis Freitag. Das sind 15 Meilen hin und 15 Meilen zurück. Das sind dann seitenweise Beschreibungen davon, welche Fahrtstrecke er da morgens und abends immer nimmt, je nachdem wie stark der Verkehr ist etc. Auf der Seite 215 wird Wesley dann gefragt, wann er denn das erste Mal Lee Harvey Oswalds Namen gehört hatte und wann er ihm zum ersten Mal begegnet ist. Das ist ein interessantes Detail, denn Frazier sagt zum Beispiel, dass ihm all die Wochen gar nicht so recht bewusst war, dass der Mann Oswald mit dem Nachnamen hieß und dass ihn alle nur Lee nannten. Frazier wird dann von Joseph Ball gefragt, ob er denn von Oswald bereits gehört hatte, bevor Oswald das erste Mal in der Arbeit auftauchte. Und Frazier erklärt in seiner etwas typischen, schwammigen Art, dass er das nicht hätte, wobei der Boss, gemeint ist Roy Truly, hätte ihn inmitten einer Unterhaltung darüber in Kenntnis gesetzt, dass da ab Montag ein neuer Mitarbeiter kommen würde und fragte Frazier, ob dieser ihn denn zufällig kenne. Etwas, das Frazier verneint. Das ist ein interessanter Moment, denn Frazier ist eigentlich derjenige, der Oswald den Job gewissermaßen verschafft hat, doch offensichtlich ohne es zu wissen. Dazu komme ich gleich. In diesem Augenblick betritt Gerald Ford, der spätere Präsident der USA, den Anhörungsraum und setzt sich hin. Das hat für unsere Gespräche keine Bewandtnis, aber ich lasse euch gerne spüren, wie mühsam und aufwendig ich diese Episoden vorbereite. Wir sind auf Seite 215. Joseph Ball hakt da gleich nach und fragt danach, wie es sich denn nun abgespielt hat mit der Jobempfehlung für Oswald. Und Frazier erklärt, dass das eben seine Schwester war, also Linnie Mae Randle, die ihm eines Abends sagte, da gäbe es einen Kerl namens Lee, der wohl bald im Texas Schoolbook Depository zu arbeiten anfängt und dass dies irgendwie von einer Nachbarin eingefädelt wurde. Dieser Abschnitt hat etwas leicht Diffuses, aber es ist auch der Tatsache geschuldet, dass Frazier kein großer Erzähler ist. Auf der Seite 217 erinnert sich Joseph Ball an diesen Missstand und beginnt Frazier zu Ruth Paine zu befragen. Frazier verneint, sie zu kennen. Ihr Name sei erst nach dem Attentat in sein Bewusstsein gekommen. Er erklärt es mit einem wirklich konfusen Absatz, in dem er darüber doziert, wie dies in dieser Region hier eine Volksmentalität sei, dass Leute eher distanziert sind und sich nicht leicht näher kommen, so mag man dann jahrelang in unmittelbarer Nachbarschaft leben, ohne sich zu kennen. Da ist eine Menge Geschwurbel dabei, das wenig Bedeutung hat. In aller Fairness zu Wesley muss man aber auch zu Rate ziehen, dass er hier erst seit einem Vierteljahr wohnt und unter der Woche in Dallas arbeitet. Auch wenn die Idee, er hätte vor dem Attentat Ruth Paine gar nicht gekannt, einigen Researchern sehr aufstößt. Aber wir müssen den Brotkrummen von Hänsel und Gretel folgen, zumindest für eine Weile. Wir können es uns nicht aussuchen. Die Anhörung geht dann weiter und dreht sich um die berühmte Routine, die Oswald hatte, also dass er unter der Woche in seinem möblierten Zimmerchen wohnte und am Wochenende, also am Freitagabend, mit Frazier nach Irving rausfuhr, um das Wochenende bei Ruth Paine, Marina und den Kindern zu verbringen. Hierbei erwähnt Frazier, dass der 21. November allerdings nicht der erste Donnerstag war, wo diese Routine durchbrochen wurde. Einige Wochen zuvor sei es schon mal so gewesen, dass Oswald ein Wochenende ausließ und in Dallas geblieben war, angeblich weil er den Führerschein machte. Ball erinnert Frazier, dass er dem FBI gegenüber zu Protokoll gegeben hat, das sei der 16. und 17. November gewesen, also nur eine Woche vor dem Attentat wohlgemerkt. Frazier verwickelt sich da etwas im Wortsalat und sagt, er kann sich da leider nicht mehr genau daran erinnern, welches Wochenende das war. Joseph Ball fragt Wesley, ob denn Oswald ihm gegenüber in den Tagen darauf zum Ausdruck gebracht hatte, dass er den Führerscheintest bestanden hatte. Wesley verneint es kurz. Da meldet sich Gerald Ford zu Wort und beginnt Wesley dazu zu befragen, wie schwer es denn in Texas sei, einen Führerschein zu machen. Frazier erzählt dann, dass er nie Oswald nach dem Führerschein gefragt hatte, weil jemand, der in Texas mit 23 Jahren immer noch nicht Auto fahren kann, mit dem stimmt was nicht. Deshalb hatte er selbstredend angenommen, dass Oswald den Führerschein erfolgreich beantragt hat. Etwas weiter fragt ihn Ball, ob ihm Oswald jemals darüber erzählt hatte, dass er in Russland gelebt hat. Fraziers Antwort ist fast witzig, beinahe als mache sich der junge Mann etwas doofer, als er wirklich ist. Denn er meinte, während einer ihrer gemeinsamen Autofahrten sei das Thema Reisen aufgekommen und Oswald hätte tatsächlich Russland erwähnt, denn sie hätten über den Militärdienst gesprochen und Stationierung in der Übersee und Frazier hatte es interessiert, wie das Leben da so sei und ob Oswald denn in Deutschland war. Was nicht ungewöhnlich ist, weil Deutschland am Anfang der 60er ein riesiger Standort zur Stationierung von GIs war. Und Oswald antwortete darauf, er sei in Deutschland nur durchgefahren auf dem Weg nach Russland. Und Frazier stellt das so dar, als hätte er damals den Eindruck gehabt, Oswald sei in Russland stationiert gewesen, weil er eben ein Marine in der Übersee war. Aber dass er ihn eher nach Deutschland und nach Frankreich befragt hatte, weil er, also Frazier, hatte diese Länder interessanter gefunden. Und Oswald hätte ihm dann erzählt, die Leute in Frankreich seien recht speziell und man müsse sich als Reisender vor ihnen etwas in Acht nehmen, weil man sonst schnell um das Geld in der Brieftasche erleichtert wird. Der ganze Abschnitt fällt mehr unter Schwadronieren. Auf jeden Fall scheint der Begriff Russland für Frazier keine Reaktion auszulösen, die man in jenen Jahren erwarten kann, gemessen daran, dass die Massenmedien damals komplett mit Red Scare saturiert waren und jeder, der sagte, er hätte in der Sowjetunion gewohnt, hätte damals bei gewöhnlichen Leuten einige hochgezogene Augenbrauen erlebt. Aber letztendlich versucht Frazier deutlich zu machen, dass ihn Oswald weder mit der Sowjetunion noch mit irgendwelchen marxistisch-leninistischen Ideen konfrontiert hatte. Ball fragt danach, ob denn Oswald oft über seine russische Frau Marina sprach, was Wesley verneinte. Er fügt dann, eigentlich sprach Oswald grundsätzlich nicht sehr viel. Das ist aber etwas, das Buell Wesley Frazier sehr oft tut. Wenn es dann fragwürdig wird, sagt er so etwas. Eigentlich redete er mit mir so gut wie gar nicht. Oder wenn er später zu den Widersprüchen mit der Länge der Kartonverpackung unter seiner Achselhöhle befragt wird, nachdem er einen ganzen Vortrag darüber gehalten hatte, da sagt Buell Wesley Frazier dann, na so genau habe ich nicht hingeschaut, ich dachte nicht, dass das wichtig ist, etc. Es ist natürlich erstaunlich. Da sitzen ein 19-Jähriger und ein 23-jähriger Kid im Auto, zweimal die Woche, und fahren 45 Minuten gemeinsam in die Arbeit und aus der Arbeit. Und man würde denken, Wesley wäre nur so voll von Fragen an diesen etwas exotischen Mann, der 4 Jahre älter ist, aber trotzdem keinen Führerschein hat, in einem Staat, in dem fast alle Jungs den Lappen mit 15 Jahren machen, ein Mann, der offensichtlich eine russische Ehefrau hat, samt Kind. Wie lernt man denn eine Frau aus Russland kennen, Lee? Du warst in Russland? Und wie hast du sie kennengelernt? Wie habt ihr euch denn verständigt? Ach, du sprichst Russisch? Und wie findet sie es nun hier bei uns Texanern? Ist sie denn Christin? Mir würden 100 Sachen einfallen, über die zwei Jungs in Texas von 1963 reden würden, insbesondere wenn einer von ihnen einiges zu erzählen hat. Doch Fehlanzeige. Wesley erwähnt nur folgende Themen, die jemals ein Gespräch zwischen ihnen waren: die Gangschaltung seines Autos, der Fahrscheintest, die Durchreise durch Frankreich und Deutschland und die Tatsache, dass Oswald in der Armee gewesen war. Und später erzählte er ihm angeblich, dass er am Wochenende immer mit den Kindern spielt und dass er sich immer darauf freut. Es ist ungewöhnlich und ich kann verstehen, dass Researcher solche Aussagen lesen und sich hinter dem Ohr kratzen und wundern, was da nicht stimmt. Ein Beispiel. In vielen anderen Situationen machte sich Lee Harvey Oswald damit einen Namen, dass er ständig alle mit Marxismus und Kommunismus konfrontierte und damit voll laberte. Oder dass er immer demonstrativ russischsprachige Bücher in der Hand hielt und las. In der Armee nannten ihn einige Kameraden deshalb immer Oswaldskowitsch. Insbesondere in 1958 nach seiner Rückreise nach San Francisco an Bord der USS Barrett, als Oswald in Kalifornien stationiert wurde, lief seine Russland- und Sozialismusmanie zu neuen Höhepunkten auf. Er ging da den anderen Marines sichtlich auf die Nerven, sagte ständig da und niet anstelle von yes und no, und bei Brettspielen wollte er immer die roten Figuren haben, die er als die siegreiche Rote Armee bezeichnete. Ein befremdlich dummes Verhalten in einer militärischen Infrastruktur, die nicht arm an antisowjetischer Indoktrinierung war. Wir befinden uns tief im Kalten Krieg und auf dem Höhepunkt der Red Scare. Hasstiraden gegen Russland und Sowjetunion fand man damals jeden einzelnen Tag in der Zeitung, von Artikeln zu Karikaturen. Aber es mag ja sein, dass in 1963 Oswald dieses Verhalten längst abgestreift hat, da er seitdem schließlich um 5 Jahre gereift war. Doch es war derselbe Oswald, der noch wenige Monate vorher, also im Sommer 63, nach New Orleans ging und dort vor dem Trademark Pro Castro Flugblätter verteilte, sich dabei fürs Fernsehen filmen ließ und mit Carlos Bringuier und seinen Leuten aneinander geriet in einer öffentlichen Auseinandersetzung, die einige später als gestellt bezeichnet haben. Es erstaunt ein wenig, dass ein eifriger Sozialist wie Oswald, der Versuchung widerstehen konnte, bei den 2 45-minütigen Fahrten, die er wöchentlich allein mit Buell Wesley Frazier im Auto saß, ihn nicht ansatzweise zu indoktrinieren. Ich habe im Leben einige politisch stark indoktrinierten Menschen gekannt, und jene Ideologie, die bei ihnen vorherrschte, drang ihnen unentwegt aus allen Poren. Sie konnten sich kaum zurückhalten, davon der ganzen Welt zu erzählen. Doch wir bekommen hier stattdessen den schweigsamen Oswald. Außer diese ganze Geschichte ist ein wenig, naja, Bullshit. Nicht, weil Frazier lügt, sondern deshalb, weil alle pro-kommunistischen Gesten und übertriebene Handlungen bei Oswald eben nur Aufgaben waren. Es waren aus dem Zusammenhang gelöste Aufgaben, vielleicht Tests, vielleicht reale Missionen, die irgendwo einen größeren Kontext besaßen. Und wenn Oswald nicht unter dem Befehl stand, den geschwätzigen Kommunisten zu mimen oder auch mal den rechtsradikalen Sympathisanten, die Fälle gibt es bei ihm auch, war er vielleicht tatsächlich mehr ein Typ, der es genoss, wenn er mit seinen eigenen Gedanken war. Und da er bezüglich Buell Wesley Frazier keine Direktiven besaß, beschränkte er sich bei ihm verbal auf das Mindeste und mutete Frazier eben als ein sehr schweigsamer Mann an. Auf der Seite 222 wird es plötzlich interessant in der Anhörung von Buell Wesley Frazier, obwohl ich das Gefühl habe, dass dieser Punkt allen entgangen ist, von der Warren Commission bis hin zu den Forschern der Verschwörungstheorie. Und zwar fragt Joseph Ball, ob denn zwischen Irving und Dealey Plaza denn auch Busse fahren. Und Wesley erzählt, dass es durchaus eine Busverbindung gibt, die er, also Wesley, aber nie benutzt, weil er lieber Auto fährt. Das ist ein ganz kurzer Abschnitt im Text, aber einer, der mich tatsächlich kräftig in die Rippen stieß. Oswald bewegt sich fast nur per Bus durch Dallas, wenn er mal nicht zu Fuß läuft. Oswald weiß garantiert, dass es günstige Busverbindungen zwischen Irving und Downtown Dallas gibt. Und dass er nicht von Frazier abhängig ist und jederzeit, auch mal unter der Woche, zu Marina rausfahren könnte. Es ist dann eben eine Stunde Fahrt mit all den Haltestellen. Ich vermute mal, der Bus fährt deutlich langsamer als Wesley in seinem Auto, der dafür eben 45 Minuten braucht. Ich kann absolut verstehen, dass Oswald in seinem neuen Alltag in Dallas und bei seinem neuen Job freitags und montags lieber mit Wesley im Auto nach und aus Irving fährt. Das ist sicherlich bequemer als ein Bus. Es ist etwas schneller. Man muss nicht zu irgendwelchen Bushaltestellen rennen. Und Wesley betonte auch, dass Lee ihm nie angeboten hatte, sich am Benzin zu beteiligen, weshalb das für Oswald auch sichtlich preiswerter ist, mit Wesley zu fahren, als mit dem Bus, um das Wochenende mit Marina und den Kindern zu verbringen. Soweit so gut. Aber warum würde Oswald dies an dem Tag tun, an dem er vorhat, den Präsidenten der USA zu ermorden? Wäre es nicht tausendmal geistreicher, für dieses eine Mal den Bus nach Irving zu nehmen? Vor allem, weil es Donnerstag ist und Frazier ohnehin nicht erwartet, dass Oswald an einem Donnerstag nach der Arbeit in sein Auto steigt, da sie erst Freitagnachmittag gewohnt verabredet sind. Niemand würde am Freitagmorgen einen jungen Mann hinterfragen, der im Bus sitzt und ein längliches Paket dabei hat. Niemand würde fragen: Was ist in dem Paket, Lee? Er müsste niemandem erklären, er hätte Gardinenstangen dabei. Er könnte mühelos das Gewehr in die Firma schmuggeln. Es würde ihn lediglich 20 zusätzliche Minuten im Bus kosten, doch es würde ihm den Stress sparen, das Gewehr im Auto eines Bekannten zu schmuggeln. Es ist ein weiterer Punkt auf einer gigantischen Liste aus Dummheiten, die Lee Harvey Oswald begeht, innerhalb eines grotesk schlecht konzipierten Plans, der dann wundersamerweise auch noch funktioniert. Und all das erweist sich als nützlich, um das Bild eines wirren Mannes zu zeichnen, der nicht der hellste im Kopf war und einfach nur schreckliches Glück hatte. Doch ein solches Bild von Oswald steht im krassen Widerspruch zu hunderten anderen Informationen, die wir über ihn haben. Danach, auf der Seite 222, kann Wesley nun endlich die ganze Gardinenstangengeschichte erzählen, die ich hier nicht wiederholen werde. Wir haben schon in der Episode über Ralph Yates detailliert darüber gesprochen. Aber wir kommen damit zu einem wichtigen Punkt, wo die meisten Researcher recht laut protestieren. Denn Joseph Ball lässt sich diesen ganzen Vorgang detailliert erzählen. Diese ganze Situation in den Morgenstunden in Linnie Mae Randles Küche, Freitagmorgen, knapp über 5 Stunden vor dem Attentat. Das beginnt mit der Topografie, wie das Haus der Randles und das Haus der Paines zueinander stehen. Wesley lebt an der Ecke von Westbrook und Fifth, während Ruth Paine nur rund 100 Meter entfernt auf der Fifth wohnt. Nun, niemand sagt natürlich 100 Meter, Wesley bezeichnet die Entfernung als halber Häuserblock. Nun habe ich nachgelesen, dass die meisten Amerikaner mit einem Häuserblock eine Entfernung von ungefähr 200 bis 300 Fuß meinen. Das wiederum entspricht lose einer Entfernung von 60 bis 100 Metern. Und Wesley beschreibt, wie er am Tisch mit den Nichten sitzt, die sich gleichzeitig irgendwelche Cartoons im Fernsehen anschauen. Und es ist seine Mutter, die sich fast etwas erschreckt, weil jemand in der Zwischenzeit den Carport-Bereich betreten hat und kurz mal durch das Küchenfenster reinschaute. Und sie fragt, wer denn das sei, und Wesley antwortet gelassen, oh, das ist Lee. Er macht sich dann auf, putzt sich kurz die Zähne, greift nach seiner Jacke und der Mittagspause, die ihm seine Schwester gerade zubereitet hat, und verabschiedet sich. Er tritt durch die Küchentür in den Carport-Bereich ein und sieht am anderen Ende des kleinen Grundstücks Lee Harvey Oswald. Die beiden begrüßen sich kurz und steigen ins Auto ein. Oswald hatte offensichtlich die Tür des Autos bereits probiert und da das Auto scheinbar nicht abgesperrt war, hatte er sein längliches Paket auf den Rücksitz gelegt, was Frazier zu der berühmten Frage veranlasste, die ich hier nicht zum 5. Mal wiederholen werde. Man sollte sich aber ein winziges Detail dabei merken. Frazier beschreibt in seiner Anhörung für die Warren Commission, dass bei dieser ganzen Situation in der Küche seine Schwester Linnie Mae Randle sich bei der Küchenzeile befand und dort die Mittagspause, also irgendein Sandwich, für ihren Bruder zubereitete. I was preparing lunches for my brother there at my sink, and I looked out the window and saw Mr. Oswald cross the street and come up across my driveway, and he had a brown paper bag in his right hand. It was about 27 inches long. It was made out of a heavy brown paper with heavy-looking tape on it. Doch in seiner Aussage bei der Warren-Kommission bringt sie Frazier überhaupt nicht mit Oswald in Verbindung. In seiner Schilderung scheint Linnie nichts zu sehen. Es ist erst Fraziers Mutter, die sich ein wenig erschreckt, als da ein Mann kurz den Kopf ans Küchenfenster drückt. Nun beginnt eine seitenlange, wirklich ermüdende Befragung zu der Beschaffenheit des Parkplatzes hinter dem Texas Schoolbook Depository und wie sich die wenigen Sekunden und Minuten, während Oswald mit dem Paket zum Gebäude ging und Frazier etwas zurückgefallen war, zugetragen haben. Und wie die Hintereingänge beim Gebäude beschaffen sind, wie es da aussieht, etc. Und wir kommen damit zu Fraziers Beschreibungen der Autokolonne mit John F. Kennedy und seinem Verhalten während des Attentats. Frazier beschreibt brav, dass er 3 Schüsse gehört hatte, diese aber für typische Auspuffexplosionen der Motorräder hielt, bis er dann Sekunden später das erschrockene Geschrei von Menschen weiter vorne vernahm. Denn Frazier stand in diesem sichtlich umstrittenen Grübchen aus Männern, die vom Eingang des Texas Schoolbook Depository die Autokolonne beobachtet haben. Auf jeden Fall macht Frazier fest, er hätte während des Attentats am oberen Ende der kurzen Eingangstreppe gestanden, Seite an Seite mit Billy Lovelady, der sein Kollege war, und William Shelley, der ihr Vorarbeiter war. Was dann kommt, ist irgendwie merkwürdig. Hört euch das mal an. Ball zeigt Frazier das CE 362, das Kommissionsexponat 362, was eine große Bildtafel ist, die den Grundriss der ersten Etage des Texas Schoolbook Depository zeigt. Frazier hatte hier schon all die Details rund um den Hintereingang demonstriert. Nun soll er eben zeigen, wo er stand, während die Schüsse fielen. Er macht das also, zeigt den Eingang auf dem Grundriss und die Stelle, wo Lovelady, Shelley und er gestanden haben. Alles recht simpel. Dann fragt ihn Ball, ob man ihn, also Frazier, wohl in einem Foto sehen könnte, wenn es von vorne aufgenommen worden wäre. Und die Tafel ist so präpariert, dass sich um den Grundriss herum auch einige kleine Fotografien draufgeklebt befinden. Eines davon ist einfach nur ein Postkartenmotiv des Texas Schoolbook Depository. Also zeigt auf dem Bildchen Frazier, wo sich der Eingang befindet und dass er sich dort aufgehalten hätte. Aber die Frage ist seltsam formuliert. Also wenn es da ein Foto gäbe, würde man sie hier an dieser Stelle sehen? Und Frazier gibt zur Antwort, dass das eher nicht der Fall wäre, weil sie wegen der starken Sonne tiefer im Eingang standen und man sie auf dem Foto vermutlich nicht sehen könnte. Ich werde zu dieser etwas diffusen Stelle noch zurückkommen, einfach im Hinterkopf abspeichern. Und Frazier erinnert sich daran, dass mit ihm auf der Treppe auch eine andere Mitarbeiterin stand, bei der nur den Vornamen weiß, Sarah. Das wiederum ist Sarah Stanton. Hierzu muss man sich dann ihre Anhörung anschauen, was wir hier an dieser Stelle aber nicht tun werden. Aber eines Tages wird das sicher wichtig sein, nur nicht jetzt. Buell Wesley Frazier wird dann zu den Schüssen befragt und reiht sich damit in die riesige Menge aus Leuten, welche die Schüsse von der Westseite gehört haben, also jenseits des Gebäudes. Er kann nun nicht behaupten, die Schüsse kämen vom Grassy Knoll, also dem berüchtigten Grashügel, wie es so viele Leute getan haben, die weiter unten die Straße entlang standen. Von seiner Warte aus im Eingang des Texas Schoolbook Depository kann Frazier den Grashang nicht sehen. Was er sieht, sind drei Einfahrten in die Unterführung, die da gleich 20 Meter daneben beginnen. Und so sagte er, er hatte den Eindruck, die lauten Knaller kamen von den Unterführungen. Joseph Ball kann da gar nicht schnell genug das Thema wechseln, scheint mir. Interessant wird das Gespräch bezüglich der nächsten Sekunden. Frazier beschreibt, dass Shelley und Lovelady, die mit ihm am oberen Ende der kurzen Treppe standen, sich dann aus der Gruppe gelöst haben und nach rechts eilten, eben entlang der Südseite des Gebäudes hin zu dem berühmten Grashang, während er, also Frazier, dort im Eingang stehen blieb. Wesley gibt dazu eine fast lustige Erklärung und schwadroniert darüber, dass immer dann, wenn sich etwas Seltsames abspielt, es doch viel besser sei, man bleibe erstmal stehen, anstelle wild durch die Gegend zu laufen, weil, wenn man durch die Gegend läuft, wirkt man doch verdächtig. Er beschreibt, dass er mehrere Minuten nach dem Attentat im Eingang des Texas Schoolbook Depository stand und dem ganzen chaotischen Treiben zusah. Er erinnerte sich an eine junge Kollegin, deren Namen er nicht kannte, die umherlief und allen erzählte, der Präsident sei angeschossen worden. Frazier selbst hatte von seiner Position aus von dem Anschlag selbst nicht viel gesehen, weil sich dazu viele Leute in seinem Sichtfeld befanden. Und das ergibt Sinn, denn obwohl er sich einen Meter höher befand als die anderen, da er am oberen Ende der Treppe stand, muss man ins Kalkül ziehen, dass auf der Höhe der Pergolas die Elm Street durchaus recht abschüssig ist, auf dem Weg in die Unterführung. Und somit würde die Limousine für jemanden im Eingang des Texas Schoolbook Depository kaum sichtbar sein, nicht wenn erwachsene Menschen dazwischen als Sichtbarriere stehen. Und Frazier sagte, er stand am oberen Ende der Treppe, am Geländer. Er hätte sich also wahrscheinlich weiter nach vorne bewegen müssen und um die Ecke nach rechts sehen, um etwas von dem Attentat überhaupt wahrzunehmen. Denn diese Jungs hatten sich ja nicht wegen der Elm Street auf die Treppe gestellt, sondern um die Limousine besser zu sehen, während sie über die Houston Street auf sie zufuhr und direkt vor ihnen dann diese riesige Kurve machte. Dann wird es aber sehr interessant. Frazier sagt also, er blieb ganze Minuten im Eingang des Gebäudes stehen, während Shelley und Lovelady nach rechts verschwunden waren und westlich entlang des Gebäudes eilten. Offensichtlich davon angelockt, dass alle anderen Bürger auch den Grashügel hochrannten, was man sehr deutlich in den wenigen Filmaufnahmen sehen kann. Und Joseph Ball fragt Wesley, ob er in diesen Minuten Polizisten sah, die an ihm vorbei in das Gebäude reinrannten. Und Frazier verneint das. Er gibt zu, dass es möglich wäre, dass an ihm vorbei ein Polizist in das Gebäude reinlief, während er, also Frazier, mit jemandem redete, aber er kann es nicht bestätigen. Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Zuerst, wenn man das vorhandene Filmmaterial auswertet, wird deutlich, dass die meisten Polizisten, die sich in der Nähe befanden, der Menschenmenge auf den Grashügel folgten. Und der Warren-Report hält fest, dass in den allerersten Minuten nur ein einziger Polizist in das Gebäude eingedrungen war. Und darum geht es hier. Es ist ganz klar, dass Joseph Ball hier in seiner Befragung versucht, den Patrolman Marrion Baker ins Spiel zu bringen und mit Fraziers Aussage hieb- und stichfest zu machen, was an dieser Stelle aber vollends misslingt. Denn der Polizist Baker war einer der Motorradfahrer der Autokolonne. Und seine Story ist ja, dass die Schüsse sich genau in dem Augenblick ereigneten, als er von der Main Street in die Houston Street einbog, und während die Schüsse fielen, stieg auf dem Dach des Texas Schoolbook Depository ein ganzer Schwarm erschrockener Tauben auf. Das veranlasste Patrolman Baker dazu, sein Motorrad sogleich zu bremsen, zu parken und dann auf den Eingang des Texas Schoolbook Depository zuzurennen, also die kurze Treppe hoch, vorbei an Buell Wesley Frazier, der ihn aber nicht gesehen hat. Das ist aber kein großer Eingang. Auch wenn ich dort stehe und aufgeregt mit Leuten rede, würde ich plötzlich diesen sprintenden Mann in hohen Stiefeln und einer Polizeimotorradjacke und diesem auffälligen weißen Helm auf dem Kopf als etwas Auffälliges wahrnehmen. Sogar dann, wenn es nur im Augenwinkel wäre. Doch das nur am Rande. Und für den Warren Report ist das hier wahnsinnig wichtig, denn es ist Marrion Baker, der sogleich die Treppe hochläuft und in der zweiten Etage in der Kantine auf Lee Harvey Oswald stößt und sogar seine Pistole zieht und auf ihn zielt, bis dann Roy Truly, der Gebäudemanager, ihm zuruft, dass dies ein Mitarbeiter sei. Diese Geschichte in sich ist extrem kontrovers und steckt quer in der Mitte dieses ganzen Dealey Plaza Labyrinths. Doch Buell Wesley Frazier kann an dieser Stelle Joseph Ball und der Warren Commission nicht das geben, was sie brauchen, also wechselt der Ermittler zügig das Thema. Frazier beschreibt anschließend, was sich ereignete, als er dann das Gebäude wieder betrat, zumal er seine Mittagspause noch nicht hatte und zu dem Umkleideraum im Kellergeschoss gehen wollte, um sein Pausenbrot zu holen. »Ich denke es mir nicht aus«, so sagte er es während der Anhörung, und niemand hinterfragt es. Angeblich hätte er dann noch 10 Minuten Pausezeit gehabt und wusste somit, er müsse sich mit dem Essen etwas beeilen. So stand er mit anderen Mitarbeitern im Kreise und sie sprachen natürlich über das, was vorgefallen war. Auf den Präsidenten ist geschossen worden. Vielleicht kann man hier auch die Erklärung gelten lassen, dass zu jenem Zeitpunkt, also 5 bis 10 Minuten nach dem Anschlag, nicht wirklich für alle Beteiligten klar war, dass Kennedy tot war. Diejenigen, die auf der Höhe der Limousine standen, hatten keine Zweifel, weil sie aus der Entfernung von 6 bis 10 Metern gesehen haben, wie sein Kopf explodierte. Doch von diesen Leuten arbeitete kaum jemand im Texas Schoolbook Depository. Die Mitarbeiter befanden sich alle etwas höher, auf der Höhe des Eingangs, und sie hatten die gruseligen Details nicht gesehen und mussten wieder ins Gebäude zurück. Ich glaube, da wog man sich ganz automatisch in die optimistische Hoffnung, dass der Präsident vielleicht nur verwundet ist. Auf jeden Fall trafen dann endlich mehrere Polizisten ein und natürlich auch die Chefs, also Truly und Shelley, und alle Mitarbeiter mussten ihre Adressen und Identifikationen angeben. Gleichzeitig wurden sie einer schnellen Befragung unterzogen, darüber, was sie sahen und was sie hörten. Wobei schon in dieser ersten vorläufigen Befragung durch die Polizei ein Wert darauf gelegt wurde, anzugeben, wen man gleichzeitig um sich herum gesehen hat, welcher Kollege links und rechts von einem stand, um so ein gewisses Ermittlungsraster herstellen zu können. Gearbeitet wurde im Gebäude an dem Tag nicht mehr. Alle Mitarbeiter bekamen frei. Ohnehin wurde das Gebäude zunehmend von Polizisten, dem FBI und Fotografen geflutet. Doch das ist eine ganz eigene Baustelle, die gerade den Rahmen dieser Folge massiv sprengt. Joseph Ball fragt dann was Interessantes. Er will wissen, ob sich Frazier nicht explizit mit der Frage beschäftigte, wo denn Oswald abblieb. Denn nachdem sie alle den restlichen Tag frei hatten, fuhr Frazier mit seiner Karre nach Hause nach Irving. Doch Ball fragt ihn, ob er denn sicher war, dass Oswald nicht mit nach Irving wollte. Denn obwohl sie, wegen den komischen Gardinenstangen, ihre Mitfahrroutine schon am Donnerstag ausgeführt hatten, bedeutete das nicht automatisch, dass Oswald nun sein Wochenende nicht bei Marina und Ruth Paine verbringen würde, oder? Es ist eine gute Frage. Frazier erklärt darauf, er hätte das kurz mal am Vormittag am Arbeitsplatz mit Oswald geklärt und dieser hätte ihm gesagt, er müsse die Gardinenstangen aufhängen in seinem Zimmerchen in Oak Cliff. Und als dann alle frei bekamen, nahm Frazier angeblich an, Oswald sei schon längst zum Bus gegangen. Frazier beantwortet an dieser Stelle, dass zu diesem Zeitpunkt niemand nach Oswald fragte oder ihn vermisste. Ich habe mich oft gefragt, wie die Sache abgelaufen wäre, wenn Oswald im Gebäude geblieben wäre. Es ist interessanterweise seine Abwesenheit, die als ein vorläufiges Schuldeingeständnis von der Polizei aufgegriffen wurde. Ich meine, hätte sich Oswald nach seiner Begegnung mit Patrolman Marrion Baker in der Cafeteria im 2. Stock einfach ins Erdgeschoss begeben und hätte sich dort mit den anderen Kollegen getummelt und verwundert Informationen ausgetauscht, was wäre dann gewesen? Hätte Oswald einige Kleinigkeiten anders gemacht? Es wäre so schwer gewesen, ihn auch nur ansatzweise mit dem Attentat in Verbindung zu bringen. Ab der Seite 238 werden dann Buell Wesley Frazier die Exponate 159, 162 und 163 gezeigt, die allesamt Kleidungsstücke zeigen, die angeblich Oswald gehörten, und Frazier soll antworten, ob er Oswald in einem dieser Hemden oder Jacken gesehen hat. Frazier kann das nicht bestätigen. Gerade die berühmte Jacke, die nach der Ermordung von J.D. Tippit unter einem Auto gefunden wurde, wird ihm gezeigt. Er wird gefragt, was denn Oswald an dem Vormittag trug, und Frazier sagt schon, dass das so eine graue Jacke war, ja, mit Reißverschlüssen. Aber als sie ihm erneut die graue Jacke unter der Exponatsnummer 163 zeigen, sagt Frazier, dass es aber nicht diese Jacke war. Ginge es Frazier nur darum, irgendein Drehbuch abzuspulen, das ihm der FBI in die Hand gedrückt hatte oder Ruth Paine eingebläut hatte oder was auch immer, dann war diese Art zu antworten sichtlich nicht hilfreich. Er hätte es sich doch viel leichter machen können. Aber es spricht vielleicht auch dafür, dass Frazier vermutlich die Wahrheit gesagt hatte. Es zeigt aber auch, dass er in gewisser Weise ein etwas frustrierender Hauptzeuge der Warren-Kommission war, denn er gab ihnen zwar die Gardinenstangengeschichte und das flache Papierpaket, doch in allen anderen Details, die weiter die Timeline des Attentats und die Persönlichkeit von Oswald zugunsten eines Urteils untermauert hätten, erwies sich Frazier als vollkommen nutzlos und beantwortete eine Menge Fragen mit einer kindlichen Naivität fern jener Antworten, die man gerne gehört hätte. Frazier betont, dass Oswalds Jacke mehr eine flanellartige Jacke war, vielleicht Wolle, zwar grau, aber eben keine solche wie Exponat 163. Und so geht Joseph Ball zügig zum eigentlichen Hauptgericht dieser Anhörung über das Exponat 364, die berühmt-berüchtigte Papiertüte. Auf der Seite 239 erzählt Frazier über die Tüte und wie er das Auto absperrte, während Lee Harvey Oswald 50 Fuß vorausging, das sind 15 Meter, und Frazier betont hier die seltsame Art, das Paket zu tragen. Cupped in his hand ist die Ausdrucksweise, in seine Hand gelegt. Das eine Ende des flachen Pakets soll in seiner Achselhöhle stecken und das andere ruht eben in der gekrümmten Handfläche. So verläuft das Paket entlang des rechten Arms. Wir haben das in der vorletzten Episode hinreichend analysiert. Das Ganze ist wie ein seltsames Knobelrätsel. Wenn eine Carcano in der Papierverpackung war, kann das Paket nicht die Maße haben, die Frazier genannt hat, und vor allem kann man es nicht auf diese Art und Weise tragen, außer das Paket wäre nicht unter der Achselhöhle, sondern würde gegen Oswalds Schulter ruhen und mindestens 20 cm über die Schulter hinausragen, letztendlich auf der Höhe des rechten Ohres. Etwas, was seitdem wohl tausende Menschen für sich getestet und nachgespielt haben. Umgekehrt, wenn die Angaben und Beschreibungen von Frazier stimmen, dann kann sich unmöglich ein auseinandergebautes Carcano-Gewehr drin befunden haben. Das Problem bei dieser ganzen Präsentation, also am 11. März 1964, ist auch, dass die Warren-Kommission Frazier noch nicht einmal die Tüte begutachten lassen kann, die das FBI angeblich im Texas Schoolbook Depository sichergestellt hat, sondern eine Tüte, welche das FBI extra für diesen Anlass nachgebaut hat. Angeblich sehr getreu, behaupten die G-Men. Die Originaltüte musste man zerstören, als man sie forensisch untersuchte, also zum Beispiel bei der verzweifelten Suche nach Fingerabdrücken. Doch für den Zweck dieser Anhörung würde sogar das mannliche Carcano-Gewehr, das angeblich Oswald gehört hatte, wieder auseinandergebaut und in die Originaltüte hineingelegt. Doch das war wahrscheinlich nur noch so ein Papiergefalte, dass man das Ganze hätte kaum hochheben können, ohne dass irgendetwas herausfällt. Anders kann ich mir das ganze Getanze auf rohen Eiern nicht erklären, das die Kommission an dieser Stelle aufführt. Es ist also vor allem das Exponat 142, das Frazier hier in Augenschein nehmen soll, oder FBI-Exponat Nummer 10. Und Ball fragt Frazier, ob dies die Tüte sei, die ihm der FBI bereits gezeigt hatte, offensichtlich in Anspielung auf Fraziers Verhöre direkt nach dem Attentat. Und Frazier sagt, er hätte schon damals angemerkt, diese Tüte hätte eine andere Farbe als die, die er auf dem Rücksitz seines Autos sah. Und Ball und Frazier reden dann darüber, wie der FBI Frazier damals erklärt hatte, die andere Farbe komme daher, weil das Papier chemisch behandelt worden sei und deshalb die Farbe geändert hatte. Und Joseph Ball lenkt dann die Aufmerksamkeit von Frazier auf eine kleine Stelle auf der Papiertüte, die angeblich nicht chemisch behandelt worden sei, und fragt ihn, ob denn diese Farbe hier mehr der Tüte entspricht, die Oswald auf den Rücksitz von Fraziers Auto gelegt hatte. Und Frazier sagt, ja, schon eher, aber nicht wirklich. Und Ball versucht ihn an dieser Stelle zu grillen und wiederholt die Fragen nach diesem einen Fleck auf der ohnehin nachgebauten Tüte und ob diese Stelle farblich im Einklang ist mit der Farbe, welche die Tüte hatte, die Oswald in sein Auto gelegt hatte. Und Frazier gibt erneut eine vollkommen schwammige Antwort darüber, dass diese Farbe schon ähnlicher ist, aber nicht wirklich. Und Frazier lässt sich nicht einschüchtern und betont, er hätte schon dem FBI gesagt, die Tüte, die sie ihm zeigten, sei ohnehin gänzlich zu lang, verglichen mit der Tüte, die er sah. Er sagt wortwörtlich, entirely too long. Joseph Ball fordert dann Frazier auf, die Tüte mit der Kommissionsnummer 142, also die nachgebaute Tüte, so zu tragen, wie er es bei Oswald beobachtet hatte. Das ist witzig, weil sie haben die andere Tüte mit dem anderen Gewehr auf demselben Tisch, können diese Frazier nicht anfassen lassen, weil die offensichtlich schon so abgerockt ist und das Gewehr darin so schwer ist, dass das kaum gehen würde. Also posiert Frazier mit der leeren Ersatztüte, was die Qualität der Präsentation wirklich untergräbt. Aber auch mit der Ersatztüte kann Frazier kein überzeugendes Resultat präsentieren. Sie befragen ihn dann zu seiner Körpergröße, die Frazier mit ungefähr 185 cm angibt. Ich sage ungefähr, denn das hier ist Amerika und seine wortwörtliche Angabe zur Körpergröße lautet a little bit over 6 foot, ein kleines wenig über 6 Fuß. Das bedeutet, dass Frazier mit 185 Zentimetern ein schlaksiger, großgewachsener Typ ist. Oswald war vergleichsweise kleinwüchsig und hatte sicherlich deutlich kürzere Arme. Und Frazier kann die Ersatztüte nicht in einer Weise tragen, wie er es zur Aussage gab. Dieser Widerspruch ist nicht aufzulösen, weil die Tüte, die Frazier beschreibt, war sichtlich kleiner als die Ersatztüte, die man ihm hier unterschob. Und sogar mit der Tüte, welche Frazier als 63 oder 64 cm lang beschrieben hatte, hätte Oswald Mühe gehabt, sie auf diese Weise zu tragen, aber es wäre vielleicht gerade noch so möglich gewesen. Doch in dieser Tüte hätte das Gewehr nicht reingepasst und dieser Widerspruch lässt sich logisch nicht lösen. Es lässt nur die Schlussfolgerung, dass irgendwer lügt. An dieser Stelle resigniert Joseph Ball über dem Tütenthema. Und es ist faszinierend, wie sie imstande waren, über nichtige Aspekte seitenweise zu reden, während sie an dieser Stelle, also bei dem eigentlichen Herzstück der Untersuchung, nach einer Seite Text einfach aufgeben, weil jegliche weitere Frage einfach nur das Paradox vertieft. Also geht man zum nächsten Thema über. Ball befragt Frazier an dieser Stelle, wann er denn Lee Harvey Oswald das letzte Mal gesehen hat. Und Frazier erklärt auf der Seite 241, dass es ungefähr nach 10 Uhr war und dass er auf der ersten Etage Lee Harvey Oswald beim Arbeiten gesehen hatte, während dieser Kartons befüllte. Was dann folgt, ist eine seltsame Sequenz der Befragung, denn Joseph Ball kehrt zurück zu der Situation im Eingang des Texas Schoolbook Depository, während die Schüsse fielen, packt aber diesmal das Altgens-Foto aus und lässt Frazier alles nochmal aufsagen. Bezüglich dessen, wo er auf der Treppe stand, während die Schüsse fielen. Er zeigt ihm das vergrößerte Foto und lässt ihn benennen, dass der Mann auf dem Foto Billy Lovelady ist. Er soll sich selbst auf dem Foto zeigen. Das kann Frazier aber nicht tun und er erklärt erneut, dass der Schatten einen Schritt tiefer im Eingang so kontrastreich war, dass man an der Stelle des Fotos nur schwarz sehen kann. Inzwischen hatte Gerald Ford die Anhörung verlassen, da ihm das alles sichtlich zu monoton war, nehme ich an. Aber die ganze Situation ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Nein, nicht ganz. Das interessante Detail ist, und dazu muss man dann schnell zurückblättern, als sie Frazier zuerst über seine Position auf der Treppe des Eingangs befragt haben, ließen sie ihn dabei das Foto mit der Kommissionsnummer 362 begutachten. Also eine Grafik mit dem Grundriss des Erdgeschosses der Texas Schoolbook Depository. Ich hatte vorhin schon darüber gesprochen. Doch nun, da sie zu derselben Fragenserie zurückgekehrt sind, sozusagen halbe oder dreiviertel Stunde später, liegt plötzlich eine Vergrößerung der Kommissionsnummer 369 vor Wesley Frazier zur Begutachtung. Es sind die Männer in dem berühmten Foto von James Altgens, der die Limousine fotografierte, mit dem Eingang zum Texas Schoolbook Depository im Hintergrund. Hierzu hatte sich unter den Researchern der Streit entwickelt, ob denn eine der Gestalten im Eingang nicht Lee Harvey Oswald ist. doch zumindest offiziell gilt, dass es ihr Kollege Billy Lovelady ist, der Oswald tatsächlich etwas ähnlich sieht und sich auch recht ähnlich kleidet. Und ich verstehe, dass die Chance, während des Attentats Oswald in den Eingang des Gebäudes zu platzieren, ein Hammer wäre, der die gesamte Warren-Version des Tathergangs sofort wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen würde. Aber ich persönlich erachte diese Art von Fotoevidenz eher als Indizien der ersten Stufe, also extrem wenig überzeugend. Ich bin kein großer Fan all dieser Fotomanipulationen, wo dann plötzlich behauptet wird, dieser Schatten dort sehe wie ein Gewehrschütze aus, etc., etc. Da gibt es einiges. Ich bezeichne das alles als Paraidolia. Das ist wie wenn manche Menschen die Wolken anschauen und einen Engel oder einen Elefanten sehen. Dennoch bin ich nicht dagegen, dass man solche Fotos derartig untersucht. Das kann zu wichtigen Resultaten führen. Man muss nur skeptisch bleiben. Und die Realität ist, dass die meisten Bilder und Filmaufnahmen an dem Tag mit niedrig qualitativen Hobbykameras gemacht wurden, die sich normale, arbeitende Leute damals leisten konnten. Oder sie wurden von Profis gemacht, wie hier das Foto von Altgens. Doch die Elemente aus diesen Bildern, die uns dann interessieren, sind auf dem Originalbild 2 × 2 mm groß. Und das dann auf die Größe eines DIN A4-Fotos aufgeblasen, ergibt meistens eine sehr fragwürdige Schmiererei aus dunklen und hellen Flächen. Es ist dennoch wichtig, solche Forschung zu betreiben. Man muss eben mit dem arbeiten, was zur Verfügung steht. Und es gibt durchaus Fotos, die interessant sind. Man zeigt Frazier also eine Vergrößerung des berühmten Altgen-Fotos, wo man verschwommen Gestalten im Eingang des Texas Schoolbook Depository sehen kann. Und Buell Frazier soll zeigen, welche Gestalt im Bild er ist und es mit einem Filzstift einzeichnen. Doch er kann es nicht und meint, er wäre etwas weiter hinten gestanden, und so scharf wie die Sonne bei diesem Bild eben gestrahlt hat, ist der Kontrast so stark, dass man ihn im Bild nicht sehen kann, da er hinter Billy Lovelady im Schatten steht. Und wie gesagt, das war lange Zeit umstritten, da behauptet wurde, das Gesicht von Lovelady sei manipuliert worden, damit die Gestalt mehr wie Lovelady aussieht, obwohl es in Wirklichkeit Oswald ist. Und dass der Innenbereich des Eingangs fototechnisch künstlich nachgedunkelt wurde, sodass man auch Frazier nicht erkennen kann. Aber man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass das ein wichtiger Punkt ist, der der Warren-Kommission sehr am Herzen liegt. Frazier muss mit dem Filzstift während der Anhörung einen Pfeil in das Foto machen, um zu markieren, wo sich Billy Lovelady befindet. Den Pfeil kann man dort bis heute in all den Reproduktionen des Fotos sehen. Das Problem ist, dass niemand das Negativ zu dem Bild zu haben scheint. Aber das ist jetzt erstmal eine Büchse der Pandora, die wir besser an dieser Stelle nicht öffnen. Nun kehrt Joseph Ball erneut zu den Papiertüten und lässt Frazier mit einer nachgebauten Papiertüte durch den Raum schreiten, und sie lassen sich erneut erklären, wie die Tüte von Oswalds Handfläche gehalten wurde, und sie wollen erneut wissen, ob Frazier sich nicht irrt und das Ding nicht einfach so getragen wurde, dass Oswald es lediglich gegen das eigene Schlüsselbein oder die Schulter gelehnt hatte, um eben das Größenparadox irgendwie aufzulösen. Es mutet fast an, als würden sie den letzten Anlauf nehmen, um von Frazier die Story in einer Weise eingeschenkt zu bekommen, die sie auch wirklich benutzen können. Doch dieser 19-jährige Kid aus Huntsville, Texas, behauptet seine Stellung und sagt: "No, sir, never in front here, like that. Now that is what I was talking to you about. No, I say he couldn't, because if he had, you would have seen the package sticking up like that." An diesem Punkt ermüdet die ganze Situation, und Buell Wesley Frazier wird aus der Anhörung entlassen. Er ist aber nicht allein gekommen, denn gleich nach ihm ist seine ältere Schwester Linnie Mae Randle dran. Ihre Rolle als Zeugin ist freilich deutlich kleiner als die von Frazier, denn sie sah Oswald nur einige Sekunden lang die Straße entlang gehen, mit dem länglichen Paket vor der Brust, in den Morgenstunden am Freitag des 22. November 1963. Doch werfen wir einfach einen Blick in den Kommissionsbericht. Wir sind immer noch im Band 2 auf der Seite 245. Es erstaunt, dass die Kommission da trotzdem immer noch 6,5 Seiten Anhörungstext aus der Sache heraus gewrungen hat, aber das wird gleich im ersten Abschnitt der Anhörung verständlicher, denn Linnie Mae Randle kann etwas vorweisen, das Buell Wesley Frazier nicht zu haben scheint. Sie kennt Ruth Paine. Frazier kennt zu diesem Zeitpunkt Ruth Paine natürlich auch, aber in seiner Anhörung gab es zur Aussage, dass er Ruth Paine vor dem Attentat nicht kannte. Und Joseph Ball beginnt seine Befragung sofort mit Ruth Paine, und Linnie erklärt, sie kenne sie als Nachbarin vielleicht seit über 2 Jahren und hätte sie allerdings noch nie besucht, aber sie wären mal gemeinsam bei einer weiteren Nachbarin zu Besuch gewesen, die Dorothy Roberts heißt. Interessant, oder auch nicht, ist vielleicht das Detail, dass damals Linnie Mae Randle nicht an der Ecke Westfield Fifth Street wohnte, sondern direkt gegenüber dem Haus von Ruth Paine. Dann fragt Ball zur Sicherheit nochmal nach und Linnie erinnert sich plötzlich, dass sie ein Jahr zuvor mal bei Ruth Paine zu einer Geburtstagsparty eingeladen war. Auf die Frage, ob sie denn Marina Oswald kenne, bejaht dies Linnie und sagt, sie hätte sie genau bei diesem einen Nachbarschaftsbesuch bei Dorothy Roberts kennengelernt. Man merkt also auf Anhieb, dass Linnie deutlich besser in das soziale Gefüge dieses Viertels integriert ist, während Buell Wesley Frazier, der eigentlich noch ein Teenager ist, in seiner Aussage etwas davon plapperte, dass in dieser Gegend eine Volksmentalität herrscht, wo man sich eher aus dem Weg geht. Aber vermutlich war es mehr eine Projektion, wie dieser 19-jährige junge Mann die Welt sah. Als Linnie gefragt wird, wann sie Marina kennengelernt hat, sagt sie, dass dies am Anfang von Oktober desselben Jahres, also 1963, gewesen sein muss. Das war also ein Kaffeekränzchen zu viert mit Mrs. Roberts, Linnie Mae Randle, Ruth Paine und Marina Oswald. Linnie Mae Randle erzählte hierbei, dass Marina Oswald kein Englisch sprach oder nur sehr gebrochen. Sie beschreibt aber auch, dass sie Marina öfters mal im Garten gesehen hatte, während sie mit dem Kind draußen war. Auf die Frage, ob denn jemals über Lee Harvey Oswald gesprochen würde, sagt Linnie Mae Randle, dass in der Straße eigentlich bekannt war, dass Marinas Ehemann keinen Job hatte und dass sie ein zweites Baby erwartete. Aber dass sie, also Linnie, keine Ahnung hatte, wer dieser Lee war oder wo er abgeblieben war. In diesem Kaffeegespräch zwischen Ruth Paine, Linnie Mae Randle und Dorothy Roberts, an dem Marina aus sprachlichen Gründen nicht beteiligt war, kam dann beiläufig das Thema mit der Jobsuche auf. Da Linnie Mae Randle bereits dafür ausschlaggebend gewesen war, dass ihr jüngerer Bruder Buell Wesley Frazier einen Job in Dallas bekam, kam der Vorschlag auf, dass sie dort mal anruft und die Lage sondiert, ob sie noch einen weiteren Packer gebrauchen können. Allerdings sagt sie aus, dass sie damals gegenüber Ruth Paine einige unterschiedliche Jobgelegenheiten ansprach, so wie sie auch einen Monat zuvor ihrem Bruder mehrere Kontakte gab und das Texas Schoolbook Depository wurde dann zu einem Volltreffer. Ruth Paine sagte daraufhin etwas in dem Sinne, dass die anderen Jobs vermutlich nicht in Frage kommen, da man für all das einen Führerschein brauchte und den hätte Lee eben nicht. Und so wie Linnie das schilderte, waren einige Jobangebote dabei, wo sich Lee Harvey Oswald wohl bereits vorgestellt hatte, aber eben ohne Erfolg, da er kein Auto fahren konnte. Zum Beispiel eine Bäckerei namens Marrion Bakeries, die eben auch Gebäck zu Kunden nach Hause brachten. Texas Schoolbook Depository, oder abgekürzt TSBD, kam natürlich zur Erwähnung, aber Linnie meinte eben, man müsse sich erstmal erkundigen, ob die noch jemanden suchen. Ruth Paine fragte Linnie Mae Randle, ob sie denn dort anrufen könnte, um es herauszufinden, doch Linnie lehnte das ab und meinte, sie würde dort niemanden kennen, den sie anrufen kann. Denn als sie den Job dort einen Monat vorher für ihren Bruder Buell Wesley ausfindig gemacht hatte, lief das, ihr erinnert euch vielleicht, über eine Jobbörse. Ich vermute somit, sie hatte damals Wesley einfach irgendeinen Zettel mit Kontaktdaten zur Arbeitsagentur in die Hand gedrückt. Am Ende war es also Ruth Paine, die im TSBD anrief und die Jobmöglichkeit für Lee Harvey Oswald klarmachte. Weiter unten bestätigt Linnie Mae Randle, dass Buell Wesley ihr an dem Donnerstag vor dem Anschlag auf Kennedy durchaus erzählt hatte, er hätte einen Tag früher als sonst Lee Harvey Oswald von Downtown Dallas nach Irving gefahren, weil dieser angeblich irgendwelche Gardinenstangen bei Ruth Paine abholen müsste. Sie hätte die beiden auch bei der Ankunft am Donnerstag aus der Ferne gesehen, da sie sich zu diesem Zeitpunkt unterwegs zum Lebensmittelgeschäft befand. Ball geht über zu den Morgenstunden des kommenden Tages, der Tag des Anschlags. Linnie beschrieb, wie sie Lee Harvey Oswald durch das Küchenfenster sehen konnte, während sie für Buell Wesley Frazier die Mittagspause fertig machte. Sie sah, wie er die Straße kreuzte und in ihre Richtung ging. Vor der Brust trug er ein längliches Paket. Wir hatten es ja schon in der vorletzten Episode etwas analysiert, doch hier ist die Chance, mal präzise auf den Wortlaut von Linnie einzugehen, denn sie gab zu Protokoll: He was carrying a package in a sort of a heavy brown bag, heavier than a grocery bag, it looked to me. It was about, if I might measure, about this long, I suppose, and he carried it in his right hand, had the top sort of folded down, and had a grip like this, and the bottom, he carried it this way, you know, and it almost touched the ground as he carried it. Das ist also eine Menge Information für einen so einfachen Vorgang. Interessanter ist, dass sie eine ganz andere, exzentrische Art beschreibt, wie Oswald das Paket getragen haben soll. Frazier hatte seine Story über das Paket, das unter seine Achselhöhle passt, während Linnie Mae Randle beschreibt es mehr auf eine Art und Weise, wie man einen Besen tragen würde, den man gerade irgendwo gekauft hat. Also, dass Oswald das Paket mehr am oberen Ende hielt, dass das Papier dort so gefaltet war, dass er das Paket daran festhalten konnte, während das untere Ende des Pakets dicht über dem Boden schwebte. Weiter beschreibt Linnie, dass sie sehen konnte, wie Lee Harvey Oswald auf der Höhe des geparkten Autos von Buell Wesley Frazier, das eben nicht ganz im Carport drin steckte, sondern eher am Rande des Grundstücks geparkt war, stehen blieb, die Tür hinten aufmachte und das Paket reinlegte. Sie sagt, sie hätte zu diesem Zeitpunkt gerade die Hintertür der Küche geöffnet, die zum Carport führte, und ihn am Auto gesehen. Sie dachte für einen Augenblick, er würde einsteigen oder zur Küche gehen. Aber er schien sich wieder vor dem Auto draußen aufzuhalten und auf Buell Wesley Frazier zu warten, ohne zu bemerken, dass Linnie Mae Randle ihn dabei beobachtete. Also machte sie wieder die Tür zur Küche zu. Nun bekommt Linnie Mae Randle ebenfalls die Papiertüte gezeigt, hat aber keine Probleme zu sagen, dass dies dieselbe Farbe ist wie das Paket, das sie in Lee Harveys Oswald Hand gesehen hat. Allerdings sagt sie, dass das Paket, das Lee getragen hat, deutlich kürzer war. Auf der Seite 249 experimentieren sie dann mit der Ersatztüte und versuchen sie in einer Art und Weise zu falten, die eine Größe ergibt, die Linnie Mae Randle akzeptieren kann, als das, was sie gesehen hat. Sie trägt es dann in derselben Weise, wie sie es aus der Küche bei Oswald gesehen hat, und Joseph Ball ergreift ein Maßband und misst die gefaltete Tüte. Das Ergebnis ist 27,5 Zoll, also 72 cm und rund 4 mm. Linnie Mae Randle merkt dabei suffisant an, dass sie bei der letzten Messung, als sie es selbst ausprobierte, 68,5 cm gemessen hatte, sprich 27 Zoll. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, denn Linnie Mae und Buell Wesley werden bei den unterschiedlichsten Anlässen und häufig separiert, ständig aufgefordert, mit den Händen und Armen zu zeigen, wie groß das Paket war. Und sie geben unabhängig voneinander immer dieselben Angaben an, die dann von den Ermittlern schnell ausgemessen werden und die sich in beiden Fällen immer im selben Größenbereich von rund 70 cm befinden. Das spricht eher für die Qualität ihrer Angaben. So oder so ist dies keine gute Neuigkeit für die Warren Commission, denn wir erinnern uns, die längste Komponente des auseinandergebauten Gewehrs ist 34,8 Zoll lang, also über 88 cm. Das sind fast 20 cm Unterschied. Das ist eine Menge, gerade im Alltagsgebrauch. Und in diesem Fall sind 20 cm ein Viertel der gesamten Länge. Die Tüte hätte also um ein Viertel länger sein müssen, damit das Gewehr reinpasst. So verlässt Joseph Ball diese Sackgasse sofort und beginnt, über die Kleidung von Lee Harvey Oswald zu sprechen. Und Linnie erinnert sich genau, dass er ein weißes T-Shirt trug und darüber ein bräunliches Hemd und darüber eine graue Jacke. Sie bekommt ebenfalls Jacken gezeigt und bevorzugt eine von ihnen. Sie benennt also die sogenannte blaugraue Jacke mit der Exponatnummer 163, während sie die Exponatnummer 162 eher ablehnt. Die Anhörung von Linnie Mae Randle wäre an dieser Stelle eigentlich vorbei, doch plötzlich meldet sich Senator Cooper zu Wort und fragt, ob denn die Residenz der Randles jemals vor dem Attentat Besuch vom FBI erhielt, was Linnie verneint. Und plötzlich meldet sich Assistant Counsel Albert E. Jenner zu Wort und hakt danach, und zwar, ob es in den Wochen vor dem Anschlag jemals irgendein Geflüster in der Straße gab über FBI-Agenten oder Polizisten, die jemandem Besuch abstatteten. Das ist mal eine richtig seltsame Frage. Denn man könnte sich denken, dass die Warren-Kommission damit besser beraten wäre, direkt beim FBI nachzufragen, ob denn der FBI-Beamte in der West Fifth Street von Irving, Texas, ermitteln ließ. Das ist alles super ominös. Es stellt sich die Frage, ob hier irgendeine Querverbindung zu Special Agent Hosty besteht. Denn am Novemberanfang war Lee Harvey Oswald in die Dallas-Station des FBI reinmarschiert und verlangte an der Rezeption, einen gewissen Special Agent Hosty zu sprechen. Und als man ihm sagte, dieser sei unterwegs, schob er einen Umschlag über den Tresen und ging wieder. Der Inhalt des Briefs war recht ominös und der Brief wurde später vernichtet. Ein Thema für sich. Aber die Rezeptionistin Nannie Lee Fenner gab zur Aussage, dass sie den Brief gelesen hatte und dass es darin darum ging, dass Lee Harvey Oswald dem FBI-Mann drohte und ihn aufforderte, seine Frau Marina endlich in Ruhe zu lassen und wenn er etwas wollte, solle er sich gefälligst an ihn direkt richten. James B. Hosty Jr. war keine Erfindung. Er war offensichtlich der FBI-Agent, der am 1. und 5. November bei Ruth Paine im Haus war und beide entsprechend verhörte. Seine Aufgabe bestand wohl darin, einerseits auf die Oswalds ein Auge zu werfen, doch vor allem Informationen zu sammeln, welche den Verdacht bestätigen würden, dass Lee Harvey Oswald in Wirklichkeit ein sowjetischer Doppelagent war. Das ist ein ganz eigener Sack voller Flöhe, der mit New Orleans zusammenhängt, und die Warren Commission wird vermutlich durch andere Aussagen Hinweise darauf erhalten haben, dass Oswald bereits vor dem Anschlag unter Beobachtung stand und eine eigene FBI-Akte hatte. Und damit ist Linnie Mae Randles Verhör dann auch zu Ende. Sie wird noch mal kurz zu der Jacke befragt und meint, das Material war wohl Baumwolle oder eher Gabardine. Dann wird sie entlassen. Nun habe ich mich in dieser Podcast-Episode ausschließlich an die Aussagen der Warren-Kommission gehalten. Das ist alles, was wir hier heute getan haben. Ich habe die Assassination Researcher hier nicht zu Wort kommen lassen. Aber ich wollte auch ein wenig diesen klaren, unverstellten Eindruck vermitteln, wie sehr sich Passagen in den Anhörungen der Warren-Kommission seltsam anfühlen und oft mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Doch Buell Wesley Frazier, als diese mehr oder weniger unfreiwillige Schlüsselgestalt des Anschlags auf JFK, ist zu groß und zu wichtig, um dies mit einer Podcast-Episode abzutun. Für jetzt mache ich zwar erstmal Schluss hier, doch in der nächsten Episode wird es sogleich weitergehen. Doch diesmal werde ich dann darüber sprechen, wie die Forscher, die Skeptiker, die Autoren und die Journalisten diese ganze Sache mit Frazier sehen. Bis bald. In the vicinity of where the two men I've described were, there was a flash of light, there was something which occurred which caught my eye in this immediate area on the embankment. And what this was, I could not state at that time, and at this time I could not. As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time, I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or gunshot. And it sounded like it came from the left and in front of us, towards the wooden fence. And there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence between the book depository and the railroad track. I looked up and saw a man running up this hill.